Schwere Version. Wo war denn jetzt der Speicherraum? Wieder hoch. Noch weiter hoch. Ja, da, genau, da hinten war der. Ah, er wieder hier. Hallo. Jetzt kotzt er mich auch noch an, ey. Hast du ja kein Handtuch dabei? Das ist zum Kotzen. So, da ist der Speicherraum. Ich hab irgendwas weg. Den Granatwerfer zum Beispiel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht lege ich auch einfach komplett alle halben Sachen weg. Ja. Die Emotes brauche ich sowieso. Ja. Den Granatwerfer schmeißen in die Kiste. Was war das andere? Du hast da was Klebeband? Ja, sieht fast so aus, ne? Slide. Ja, aber wer weiß, wofür das braucht. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Ich nehme die andere Emotes mit, auf jeden Fall. Ja. So. Jetzt haben wir noch zwei freie Plätze. Ich muss wieder auf das Lang packen. Ja, nee, erstmal gucken, was da noch so. Also, erstmal muss ich den Schlüssel mitnehmen. Bitte. Und dann muss ich noch irgendwelche Passcodes kriegen. Ich meine, ich habe ja alle MO-Discs, aber irgendwie. Bitte. Ah, nee, warte mal, der Schlüssel war hier oben, ne? Ja, warte mal, warte mal. Was hast du? Und ich wette, den Schlüssel braucht man, um unten irgendeine Kacktür aufzuöffnen. Genau. Das würde ja Sinn machen, weil wir das jetzt ja. Da ist so ein Apparat hinten auf dem Tisch, aber das ist, denke ich, mal ein Telefon, oder? Das ist das Telefon gleich. Intercom. Intercom? Da meinst du. Will you take the lap? Lap me. Natürlich nehme ich den mit. Du meinst das andere Schein. Ja. Von wegen Dreiviertelstunde. Ja, hinten aus der Sicht. Ah, glaub mal, wir sind noch nicht so lange dabei. Wir haben jetzt vielleicht einen Part oder so. Also eine halbe Stunde haben wir noch. Ja, das schaffen wir schon, meine Damen und Herren. Ja. Sonst mussten wir einfach mal los, oder? Diese Kack-Zombies hier überall, die regen mich auf. So, wo war ich jetzt noch nicht? Da bin ich, hier war ich. Da ist noch ein Raum und da ist ein Gang. Ja. Bitte. Nicht viel Auswahl, oder? Ne? So, sieht aber noch lustig aus. So. Geräusch des Todes. Geräusch des Wahnsinns, Alter. Scheiß Zombie, der regt mich auf. So. Ah! Nein, ich will hier rein. Wieso ist es von innen abgeschlossen, hä? You have used lab key. Jawohl. Yes. Scheiß Vieh. So, warte mal, hä? Oh, oh, hast du das gesehen? Ein Zombie direkt neben mir. Blüpp. Ja, Tür. Ja, ja, klar, das ist ja auch die richtige. Da muss ich auch rein. Das ist ja auch, ja. Fällt hier los, ja. Bitte. Du meinst, das ist berühmt, ne? Der war direkt neben mir. Aber oh, man hat es nicht gesehen, weil er so schnell weg war. Noch mehr Zombies. Ja, wo sind denn diese Spinnenviecher? Hier waren noch so kleine, eklige. Was? Schrott sind Munition! Oh, ein sehr schweres Schieberätsel. So. Ach, das, oh, das war kacke. War es? Ja, wegen der Steuerung. So, jetzt. Will take shots? Yes! Ja! First, motherfucker! Dann muss ich sagen, hell yeah! Oh, ja, 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 ich seh es schon. Relativ easy. Die beiden Kisten davor schieben, damit das Gift nicht rauskommen kann, dann den Schalter drücken und dann die Dings hochklettern. Ja, dann mach mal. Sounds simple, right? But wait. Oh yeah, this is simple, right? Let's push that, this. But this is that, and that is this. And now we can... Ein Stück runter und dann auch rüber. Wie? Wie soll ich den denn? Ja. Sit. Oh, das... Ja, nein, die Kiste, die du da jetzt hochgeschoben hast, die musst du unten auf das Ding schieben. Ach ja, na klar, logisch. Endlich denkt mal hier an der Mitte. Pass auf, jetzt wird der Schalter gedrückt. Ja. Das war sehr gut, Pascal. Wirklich sehr gut. Scheiße. Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Ja, scheiße. Das du kannst doch da außen rumlaufen. Ja, natürlich. Ich muss doch nur... Nein, sie kann nicht jetzt nicht ziehen, weil sie zu dir nicht ist. Ja, dann schiebt halt einfach die Treppe weiter. Genau, schiebt die Treppe mal ein Stück vor.
Jetzt kann er aufmachen, solange er sich die ganze Zeit in die Hand steht. Ja, er muss auch die Kiste da von der Bahre wegkriegen, Pfeife. Ja, er muss die Kacke noch ein Stück weiter schieben. Na. No. Jetzt verbaut er es nämlich gerade. Ja. Ja, vielleicht. Ich würde jetzt die Kiste von vorne schieben. Okay, also nochmal. Treppe ganz, fast ganz nach oben, dass du gerade noch dahinter kommst. Und denk dich einfach jetzt. Dann sind die nach oben, ne? Genau, nach oben. Ich renne hier vor. Los, dran vorbei! Ja, genau. Also, wie weit? So? Stopp! Ah! Kommen Sie da noch hinter? Dann will ich doch mal hoffen. Ja. Das gibt's doch nicht, das Handstück so weit. Epic Fail, echt. Was liegt da eigentlich? Eine rote Pflanze. Kann ich die nicht mit dem Scheiß kombinieren? Nee, ne? Nein. Ich versuch's lieber gar nicht erst. Klappt wahrscheinlich eh nicht. Hallo und willkommen bei Let's Fail Resident Evil 1. Echt. So, wie viel Platz brauche ich denn? Wie viel Platz brauche ich denn? Nein. Noch einen weiter. Stopp. So, jetzt schiebst du die Kiste hoch. So, dass sie mit einer Kante hinter dem Tisch hervorguckt. Oder was das sein soll. Genau. Kiste nach oben, Richtung Treppe. Jetzt. Stopp. Und jetzt, jetzt Kiste nach vorne schieben. Meint ihr, dass das geht? Ja. Wenn du dann vernünftig laufen würdest. So. Und jetzt nach unten schieben die Kiste. Genau. Und dann auf den zweiten Schalter. So. Ja, genau. Am besten gleich auf den Schalter stellen, ne? Ich speichere mal, weil das sieht hier schon sehr richtig aus. So, ja, ja, sie kommt nämlich nicht dahinter, ihr Penner. Ja, lauf außen rum halt. Na, sie kommt doch dahinter. Na, nicht wirklich. Das Bild hängt gerade. Ein bisschen zu weit geschoben. Lauf weit außen rum. Auf seinen Raum. Warte, sie hat es doch hingekriegt. Ich bin da gerade durchgeklitscht. So. So, jetzt. Und schieben. Na! Sie kriegst nicht hin. Mama, lauf! Yeah. Yeah. Lass du! Ich darf nur ganz kurz dagegen rennen. Oh, das ist echt übel hier. Zur Treppe nochmal. Jetzt! Komm, gib ihm! Ja, okay. Ja. Ein Stück runter noch, sonst kriegst du die Treppe da nicht zwischen. Genau so. Und jetzt rüber an die Wand. Boah, was ein Kack, ey! Ich wette, die Treppe passt da nicht zwischen, weil diese eine Kiste da zu nah dran ist. Aber egal, das ist ja nicht schlimm, kann ich ja noch verschieben, weil das Gas ist ja auf jeden Fall. Wo speichere ich nochmal? Auf F6, ne? Ja. Und 9 dann. Boah, was ein Kack. Jetzt kommt sie gar nicht hinter, oder was? Doch, doch, doch. Ich wollte gerade sagen, ey, ich bin gar nicht hinter. Gar nicht so leicht, doch. Na, hoch mit dir. Schlampe. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. Sie kommt nicht an den Lüftungsschacht ran, das ist behindert. Du müsstest sie eigentlich am Stück nach oben schieben, die ist nicht genau runter. Nein, Alter, warum habe ich denn da gespeichert? Nein. Warte mal. Boah, sie kann nicht mal runterlaufen. Doch, kann sie. So, ja, ist geladen. Ach, da hast du jetzt gespeichert. Ja! Fail! Idiot! Ja, und jetzt? Meine Fresse. Wisst ihr was? Wir machen das, wenn wir das gelöst haben. Dann geht's weiter. Kein Bock mehr drauf hier. So, da sind wir wieder. Nochmal eben schnell. Komischerweise ging es jetzt 10-mal schneller als gerade. Und wir hoffen, dass es jetzt klappt. Ja, das sieht doch schon besser aus. Na, ein bisschen. Hoch mit dir! Stück. There's an airship. Will you enter it? Nee, ich hab das jetzt alles umsonst gemacht. Oh mein Gott, das Gleiche. Da sie aber nicht richtig gerendert sind, werden da keine Zombies rausspringen. Sehr, sehr gut. So, lass mich raten. You unlocked it. So, das haben wir das schon mal gemacht. Und was ist Licht hier? Stück nur Munition oder so. Ja, jetzt kriegen wir Magnum Rounds, ne? Ja, fick dich. Ja, ich nehme sie lieber mit.
wenn hier nichts weiteres drin liegt. Ja. Ah, hahaha. Das kommt noch von Maschinen. Da ist die nächste. Okay. If I had a man on this. Da haben wir auch Platz für die Munition. Passwort Nummer 2. I will surely bless you and make you bla bla bla. Ist eigentlich Wurst, weil sie steckt ja einfach nur dieses Stück Papier in die Lesemaschine. So eine Kuchenpaschung oder so? So! Gut, dann haben wir ja auch alles und. Ja, mal gucken, ne? Wir suchen die letzte. Was? Ja, geht gut. Was? Die Weltherrschaft, das. Ja, das ist doch mal was. Vor der Abend ist die Weltherrschaft zum Beispiel. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hier. Remix! Scheiße. Jetzt kannst du einmal Heilung nehmen. Kann ich auch. Oh, Danger, ja, ne? Oh, das, To that note? Yo, to that. Kombinieren. Jetzt haben wir auch wieder schön viel Platz. Wo zu denn noch? War ich hier schon drin? Nein, doch. Nein, doch, nein. Gleich. Ja. Hä? Wieso? Wo? Wie bin ich denn gelaufen? Ich bin ja voll falsch gelaufen jetzt. Ja, Ja, warum sagst du denn nichts? Ja, ich war mir nicht sicher, ob das wäre. Wieso steht da jetzt wieder einer? Dumm? Hier muss ich rein, ne? Ja, was war eben. Oder kommt sie jetzt nicht mehr an die Lüftungsschacht ran? Da lache ich aber. Ne, ja, natürlich nicht. Wo ist die Tür, die ich suche? Sie ist wahrscheinlich direkt neben mir. Das war die blaue da. Ich habe nicht zu Hause. Ja, genau. Telefon klingeln, Schlampe nicht zu Hause. Ich weiß, wo ist Schlampe? Mit einem Mann, zwei Mann, drei Mann machen. Taka, taka. Remix! Was ist der Schalter eigentlich an der Wand? Das ist kein Schalter, das ist einfach nur ein rotes Licht. Und was macht es? Es leuchtet rot. Jetzt sagen wir es, es leuchtet blau. Ah, Speicherraum, das höre ich doch gerne. Oh, hier, oh, was liegt denn hier Feines? Nee, Brandmunition. Das ist wenig zum Blätter. Das ist rausnehmen und auch. Aber hier liegen noch Pflänzchen. Pflänzchen klein, ging allein in die Weite. Warum nicht überall blaues Kraut, wenn hier keine Gegner sind, die einen vergiften könnten? Remix! Ja, dann fällt mir Remix. Wo du gerade Remix gesagt hast, da fällt mir eine Story von einem Kumpel ein. Der war mal, wir waren mal bei einem anderen Kumpel zu Besuch, da war der auch mit da. Und dann kam die Bruder am nächsten Morgen runter und hat gefragt, ja, wollt ihr die oder die Cornflakes? Und der Kumpel dann so von mir, ja, mach mal einen dicken Remix. Da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. So, also ich würde ja jetzt gerne die Magnum wieder mitnehmen. Nein. Nicht? Nein. Ja, aber. Nein. Ja, aber. Nein. Ja, aber doch. Nein. Nein! Leg die Magnum Shell.